Sie tragen große Namen, sind Lichtgestalten einer fantastischen Welt. Stark und kämpferisch. In Zeiten von Umbrüchen und Krisen überwinden sie jede noch so bedrohliche Gefahr. Ihre Taten sind legendär. In ihrer Welt wird Unmögliches möglich. Sie sind aber auch Botschafter der Geschichte. Ihre fabelhaften Abenteuer enthalten einen historischen Kern. Parzival ist einer der berühmtesten Helden des Mittelalters. Ein Tumbator, naiv und doch auserwählt, König der geheimnisumwitterten Gralsgesellschaft zu werden. Seine Geschichte entsteht in einer Zeit, als Glaubenskriege und Gewalt das Leben der Menschen erschüttern. Und der schönste Mann seit Adam, wie man hinter seinem Rücken tuschelt. Auf den ersten Blick sieht Parzival wie ein typischer Held aus. Zudem besitzt er Mut und Tapferkeit, ist sogar von königlichem Geblüt. Und wie viele Adlige seiner Zeit verfolgt auch er ein großes Ziel. Er will Ritter am Hof von König Artus werden. Welche Abenteuer Parzival dabei erlebt, erzählt der Autor als Versroman. Doch sein Held passt in kein gängiges Klischee. Der Dichter schickt einen naiven Jüngling los, der vom Leben keine Ahnung hat. Parzival ist ein Anti-Held. Parzival ist kein Held im eigentlichen Sinne, ein Held im Sinne von Heldenepik, von Heroik. Er hat natürlich heldische Eigenschaften, das heißt, er ist mutig, er kämpft unglaublich gut mit dem Pferd, mit seinen Waffen. Aber zugleich hat er auch ganz andere Eigenschaften. Er ist verzagt, er hat Zweifel, er weiß nicht, was er tun soll. Er handelt aus Unwissenheit, falsch und richtig. Er ist ein ganz gemischter Charakter. Voller Stolz hat der Dichter seinen Namen im Epos hinterlassen. Ich, Wolfram von Eschenbach. Wolfram von Eschenbach hat die Figur des Parzival zwar nicht erfunden, aber er ist es, der die Geschichte des Jünglings weiterspinnt und zu einem literarischen Bestseller macht. Wolfram gehört zu den berühmtesten Autoren des Mittelalters. Er gilt als einfallsreicher Sprachkünstler, der seine Geschichten mit Humor und einer Fülle von christlich gefärbten Gleichnissen würzt. Auch im Parzival ist das so. Wolfram beginnt sein Werk mit dem Bild von der Elster. Und das ist programmatisch wichtig für das ganze Werk. Es geht darum, dass der Mensch nicht weiß ist oder schwarz, nicht gut, nicht böse, sondern dass er immer beides ist, dass er am Himmel und an der Hölle Anteil hat. Und deshalb ist die Elster sozusagen die Leitmetapher dieses gesamten Buches. Wolfram sagt aber noch mehr. Der Mensch soll immer auch versuchen, noch besser zu werden. Rund 25.000 Verse umfasst das Parzival-Epos. Damit ist die Dichtung das längste deutsche Erzählwerk seiner Zeit. Für die Herstellung des benötigten Pergaments soll die Haut von über 40 Schafen verarbeitet worden sein. Schätzungen zufolge hat es über 100 Abschriften gegeben. Für damalige Verhältnisse eine hohe Auflage. Aber auch mündlich werden Parzivals Abenteuer von Generation zu Generation weitergetragen. In Wolframs Geschichte tummeln sich zahllose Figuren in der gewalttätigen Welt der Ritter. Eine Welt, in die der ahnungslose Parzival hineinplatzt. Die Hauptfigur, der junge Held, ist von schlichtem Gemüt. Ein Tumbator, wie es im Roman heißt. Parzival wächst völlig abgeschottet auf. Seine Tage verbringt er mit der Jagd im Wald. Er weiß nichts von seiner adligen Herkunft, kennt nicht einmal seinen eigenen Namen. Und in seinem ganzen Leben hat er noch nie einen Ritter gesehen.
Aus dem Weg, Grünschnabel! Wer seid ihr? Was macht ihr? Wir sind Ritter, das siehst du doch. Und wie wird man Ritter? Durch König Artus. Er macht dich zum Ritter. Und jetzt mach den Weg frei! Ritter zu sein bedeutet damals vor allem, in den Krieg zu ziehen. Als die Erzählung um 1200 entsteht, prägen die Kreuzzüge die Politik des christlichen Abendlandes. Im Namen des Glaubens ziehen die Ritter als Soldaten Christi ins Heilige Land, um gegen die Muslime zu kämpfen. Angeheizt wird der Glaubenskrieg von Fanatikern. Drei verheerende Kreuzzüge hat Europa schon hinter sich. Der vierte steht kurz bevor. Aber nicht nur die gottgefällige Sache treibt die Ritter in den Kampf, sondern auch handfeste Interessen. Die Aussicht auf reiche Beute und Herrschaftsgebiete im Orient. Zu Hause im römisch-deutschen Reich tobt nach dem frühen Tod des Staufers Heinrich VI. Ein heftiger Streit um die Thronfolge. Staufer kämpfen gegen Welfen. Beide Parteien erheben Anspruch auf die Krone. Mit dem Kaiser sind auch Recht und Frieden im Reich gestorben, wie ein Chronist vermerkt hat. Fast 20 Jahre dauert der Kampf zwischen beiden Herrscherhäusern. Überall herrschen Unruhen, die einfache Bevölkerung leidet. Das Reich droht auseinanderzufallen. Die größten Dichter überhaupt des Mittelalters sind genau in dieser Epoche der allergrößten Bedrohung des Krieges, des Untergangs. Und eigentlich, was die meisten ihrer Werke zeigen, ist ein Modell, wie könnte es denn im Idealfall aussehen? In einer Zeit von Krieg und Elend ist der Idealfall Parzival, den Wolfram in Valais beheimatet. Ob es sich dabei um das englische Wales handelt, bleibt ungewiss. Sicher ist nur, sein Held kommt aus der Fremde. Parzival kommt ein bisschen in die Welt wie Harry Potter. Er ist für Großes auserwählt, weiß aber noch nichts davon. Und dass er nichts davon weiß, macht gerade seine besondere Qualifikation aus. Und weil Parzival auch nichts von der brutalen Welt der Ritter weiß, lässt er sich blenden. Die Begegnung mit den Artus-Rittern bleibt nicht ohne Folgen. Parzival will dazugehören, auch gegen den Willen seiner Mutter. Mutter, ich habe Ritter gesehen. Aber woher willst du das denn wissen? Ja, sie haben es mir selbst gesagt. Parzivals Mutter Herzeloide ist eine tiefreligiöse Frau, wie die meisten Menschen im Mittelalter. Der Glaube ist das Rückgrat der Gesellschaft. Das Heilsversprechen des Christentums wirkt wie ein Lebenselixier, denn es verspricht den Menschen Erlösung von Schuld und Leid. Von Rittern und höfischen Kreisen hält Parzivals Mutter nichts. Sie haben ihr nur Unglück gebracht. Schon ihren Mann hat sie im Kampf verloren. Den Weggang von Parzival überlebt sie nicht, wie es im Epos heißt. Rittertum heißt im Parzival von Anfang an Männer, die sterben und Frauen, die allein zurückgelassen werden. In diesem ganzen riesigen Werk gibt es nicht einen einzigen Vater, der noch einen lebenden Sohn hat und keinen einzigen Sohn, der noch einen lebenden Vater hat. Sie sind immer tot. Einer von beiden ist immer schon im Ritterkampf gefallen, für die Liebe gefallen. Das ist eine Welt aus Leid und Tragik, die uns da erzählt wird vom Rittertum. Parzivals Vater heißt Gachmuret und ist ein typischer Vertreter des damaligen Rittertums. In der Erzählung gehört er zur legendären Artus-Runde, ist ein ausgezeichneter Turnierkämpfer und stets unterwegs in fernen Ländern. Er ist aber auch ein Weiberheld, der schon zwei Frauen schwanger zurückgelassen hat. Gachmuret ist eine Identifikationsfigur für den normalen höfischen Ritter. Und man könnte, wenn man Parzivals Werdegang sich nachher betrachtet, überlegen, ob Wolfram diesen flatterhaften Ritter vielleicht kritisieren wollte. Ich denke eher, dass er zwei Modelle vorstellt. Der Gachmuret ist so das normal-menschliche Übliche. Der Parzival geht einen anderen und einen besseren Weg, aber dafür ist er halt auch auserwählt. Welcher Weg der richtige ist, muss Parzival erst noch herausfinden.
Er ist ihm nicht vorgegeben, wie sonst in Adelskreisen üblich. In der Regel wird ein Knabe ab dem 7. Lebensjahr in die Ausbildung zum Ritter geschickt. Sie dauert 14 Jahre und endet mit der Aufnahme in die Gemeinschaft. Parzival aber fehlt diese Voraussetzung. Seine Chancen, Ritter von König Artus zu werden, stehen schlecht. König Artus ist eine Sagengestalt aus dem alten England. Eine erfundene Figur, nach der Vorlage berühmter historischer Könige. Artus gilt als weiser und gerechter Herrscher, der nur die besten Edelleute um sich schart. Als Artus-Runde verkörpern sie das ritterliche Ideal. Die Männer kämpfen für Kirche und Vaterland, beschützen die Schwachen und sorgen für die öffentliche Sicherheit. Artus selbst dient lange als Vorbild für eine optimale Herrschaft. Nach jedem Abenteuer lädt der König seine Getreuen zu einem Festgelager ein, um die Gemeinschaft zu stärken und Rangstreitigkeiten zu vermeiden. Im Parzival aber hat der Vorzeigehof seinen guten Ruf verspielt. Unter den Rittern herrschen Chaos und Streit. Selbst der gerechte Artus handelt aus Willkür und Selbstsucht. Wie schlimm es um den Ehrenkodex unter den Rittern steht, schildert Wolfram in der Geschichte von Iter, dem Roten Ritter. Er taucht am Hof von König Artus auf und fordert von ihm Ländereien. Als er sie nicht erhält, will er den Zweikampf. Keiner der Edelmänner wagt es, gegen den Roten Ritter anzutreten. Stattdessen schicken sie den Grünschnabel Parzival vor, der Artus gerade seine Aufwartung gemacht hat. Da kommt dieser Junge herein und sagt, ich will Ritter werden. Artus gibt mir eine Rüstung. Und dann sagt Artus, da draußen steht einer, von dem kannst du dir eine holen. Das ist eigentlich ein Todesurteil für so einen jungen Ritter, denn Iter ist ein so mächtiger Kämpfer, dass keiner am Artushof sich traut. Parzivals erster Kampf, Mann gegen Mann. Er endet für den Roten Ritter tödlich. Sich gegenseitig umzubringen, widerspricht dem Treuegelöbnis der höfischen Ritter. Das kann Wolframs Held aber nicht wissen. Er kennt die Regeln nicht. Er nimmt sich die Rüstung des Toten und glaubt, dass er ab sofort Ritter ist. Und zu einem Ritter gehören Abenteuer. In der Umgebung von Nantes macht sich Parzival auf die Suche. Das französische Nantes gehört zu den Orten, die im Roman die reale Welt des Mittelalters widerspiegeln. Über 100 Namen lässt Wolfram in seine Geschichte einfließen. Die meisten Nennungen beziehen sich auf bekannte Königshöfe, Landschaften oder Provinzen im damaligen römisch-deutschen Reich. Aber auch der Orient wird aufgeführt. Vor allem werden die Orte genannt, die durch die Kreuzzüge ins Heilige Land in Europa bekannt geworden sind. Sitten und Gebräuche, den Handel mit kostbaren Stoffen und exotischen Gewürzen erwähnt Wolfram ebenso wie die glanzvollen Städte der mächtigen Herrscher aus dem Morgenland. Der Dichter betreibt Name-Dropping, darunter Städte wie Alexandria und Babylon, Damaskus und Bagdad. Aber auch Länder wie Marokko, Persien und Arabien. Wie man sich die Welt im Mittelalter vorgestellt hat, zeigt die Ebsdorfer Karte. Die Erde ist rund und über allem thront Jesus Christus. Gleich daneben liegt das Paradies. Jerusalem als Ort des Heilsgeschehens liegt im Zentrum der Karte. Daran orientieren sich alle anderen geografischen Angaben. Viele sind ungenau oder pure Erfindung, so wie auch viele Orte im Parzival. Wenn man in den Nahraum kommt, in dem die Geschichten dann tatsächlich spielen, in dem agiert wird, in dem die Figuren miteinander in Beziehung treten, Fäden, Liebesgeschichten ausgetragen werden, dieser Raum ist die utopische, fiktive Märchenwelt des Romans. Das heißt, im Parzival gibt es eine zweite Landkarte, die aber geografisch nicht nachzuvollziehen ist. Gebiete, Orte und Burgen sind frei erfunden, ihre Namen aber so gewählt, dass sie für Wolframs Publikum vertraut klingen. Zudem sind sie so realistisch beschrieben, dass jeder glaubt, genau zu wissen, wo die Geschichte gerade spielt.
Das trifft besonders für die Wildenburg im mittelfränkischen Odenwald zu, die Wolfram sogar ausdrücklich nennt. Er kennt sie gut, weil er dort einen Teil des Parzival verfasst hat. Seit seinem Aufbruch aus Nantes hat der Held eine große Strecke zurückgelegt. Völlig abgekämpft kommt er schließlich zur Burg Graharz. Parzival beschließt, dort Station zu machen. Eine Entscheidung, die dem Leben des kindlichen Gesellen eine neue Wendung gibt. In der Burg wohnt ein Fürst namens Gurnemanz, einst Ritter der Artusrunde und einer der besten Lehrmeister seiner Zeit. Parzival. Alles, was Parzival zum Ritterhandwerk braucht, bringt ihm Gurnemanz in nur wenigen Tagen bei, wie es heißt. Eine Mischung aus Tugendlehre und Kampfkunst. Was Parzival lernt, bildet die Lebenswirklichkeit einer mittelalterlichen Ritterausbildung ab. Das Einhalten bestimmter Regeln, ehrenhaftes Verhalten im Streit oder Gefecht und nicht zuletzt das Schonungsgebot gegenüber Unterlegenen. Du bist ein guter Schüler. Aber lass Nachsicht walten, wo keine Not am Mann ist. Ebenfalls unerlässlich für einen Ritter ist ein reines Herz und tugendhaftes Verhalten. Wahre Ritterlichkeit zeichnet sich nicht nur durch Kampfeskraft aus, sondern vielmehr durch Frömmigkeit. Aber man muss doch stark sein. Aufrichtigkeit und Demut. Ja, aber... Und eines gilt für dich mehr als für andere. Stell nicht zu viele Fragen. Du bist zu neugierig. Das höfische Rittertum ist auch ohne Glauben und Kirche nicht vorstellbar. Die Edelmänner sehen sich im Dienst Gottes, der mit Wohlgefallen auf ihre Taten schaut. Deshalb wird die Schwertleite immer von religiösen Zeremonien begleitet. Fasten, Beichten und die Hostie zu sich nehmen gehören zur Vorbereitung auf das Aufnahmeritual. Am Tag selbst wird eine Messe abgehalten und der Anwärter von einem hohen Geistlichen gesegnet. Erst danach, so erfährt Parzival, darf man sich Ritter nennen. Die Einweisung in die Minne ist der letzte Punkt auf Parzivals Stundenplan. Sein Lehrer erklärt ihm, wie man sich dem anderen Geschlecht gegenüber angemessen verhält. Ausreichende Hygiene ist eine der Grundvoraussetzungen. Der Junge soll sich immer erst den Schweiß und Rost der Rüstung von Händen und Gesicht waschen, bevor er unter die Augen einer Dame tritt. Ende des 12. Jahrhunderts wird der Minnedienst zum zentralen Thema in der höfischen Literatur. Die Minne erweitert den Kanon des ritterlichen Verhaltens und idealisiert die Liebe eines Edelmanns zu einer Frau. Um die Gunst einer Dame zu werben und sich ihr im Dienst zu unterwerfen, wird zum verklärten Ziel. Parzival hat seine Lektion gelernt und ist erwachsen geworden. Seine weite Reise führt ihn in ein Reich, in dem Unruhen herrschen und eine Königin namens Contvir Amours auf dem Thron sitzt. Sie wird von einem Freier mit Waffengewalt bedrängt, als Parzival ihr ritterlich zu Hilfe eilt. Die jungen Leute heiraten, sogar aus Liebe. Im Mittelalter eher die Ausnahme als die Regel. In Adelskreisen sind Eheschließungen meist politisch motiviert. Wolfram beschreibt die Verbindung zwischen den beiden aber nicht als erotische Beziehung, sondern als reine Herzensangelegenheit. Parzival und Convier Amours sind eins. Sie stärkt ihm den Rücken, wenn er an sie denkt, bekommt er neue, besondere Kraft. Und er ist, ganz anders als sein Vater, treu und steht zu ihr und trägt sie damit auf Händen, qualifiziert sich also auch als besonderer Ehemann. Dennoch bleibt Parzival nicht bei seiner Frau. Als sie mit dem ersten Kind schwanger ist, verlässt er sie. Auch er will kühne Taten vollbringen, um seine Angebetete zu beeindrucken. Sich im Liebesdienst für seine Dame in sogenannten Aventüren zu beweisen, auch das ist in der höfischen Literatur weit verbreitet. Dazu gehören auch Turnierkämpfe mit ritterlichen Standesgenossen.
Für die edlen Damen die Gelegenheit, die Turnierritter in ihren prächtigen Rüstungen zu bewundern und ihre Gunst zu erweisen. Alles, was Rang und Namen hat, findet sich zu den Schaukämpfen ein. Doch das ist nicht Parzivals Welt. Wolfram hat mit seinem Helden Größeres vor. Die Geschichte will, dass Parzival an einen einsamen See gelangt und dort eine prächtige Burg entdeckt. Und er entdeckt einen Fischer. Es ist Anfortas, der schwerkranke König der geheimnisvollen Gralsgesellschaft. Sie lebt in einer Burg, die nur Auserwählte sehen können. Parzival lässt sich von Anfortas den Weg weisen. Er wird bereits erwartet. Der Gral hat ihn angekündigt. Die Gralsgesellschaft ist ein seltsamer Gegenentwurf zu der Artus-Gesellschaft, zur höfisch-ritterlichen Gesellschaft, mit vielen Gemeinsamkeiten, aber großen Gegensätzen. Sie ist eine Gemeinschaft, die ganz offensichtlich religiös gesteuert wird von dem Gral, die bestimmten Gesetzen gehorchen muss, die der Gral bekannt gibt. Eine Gesellschaft, die aber zunächst geordnet ist, fast wie eine monastische Gesellschaft, wie eine Mönchsgesellschaft. Die geheimnisvolle Gralsgesellschaft, in die Parzival hineingerät, entwirft Wolfram nach dem Vorbild der streng religiösen Ritterorden. Sie entstehen mit den Kreuzzügen. König Anfortas ist so etwas wie ein Großmeister und verantwortlich für die strikte Einhaltung aller Regeln. Festgelegt werden sie vom Gral. Die Gesellschaft ist zu Gottestreue, Gehorsam und Keuschheit verpflichtet. Anfortas aber bricht die Regeln, als er gegen das Keuschheitsgebot verstößt. Darüber hinaus lässt er sich im Minnekampf schwer verletzen. Bei Wolfram ist niemand perfekt, nicht einmal die geistlichen Ritter. Parzival soll ihr neuer Gralskönig werden. Denn ihm werden Eigenschaften zugesprochen, die ihn von allen anderen unterscheiden und zum idealen Herrscher machen. Noch am selben Abend veranstaltet die Gemeinschaft, dem Gast zu ehren, ein Festbankett. Die Hoffnung aller ruht auf Parzival. Von ihm persönlich hängt es ab, ob es für die unglückliche Gesellschaft einen Neuanfang gibt. Während der Feierlichkeiten wird der Held Zeuge eines merkwürdigen Rituals, das Forscher bis heute nicht vollständig entschlüsseln können. Es geht um Wolframs Geschichte von der blutigen Lanze. Heilsgeschichtlich ist sie die Waffe, die Jesus Christus am Kreuz in die Seite gerammt wird und an der sein Blut haftet. Im Epos ist sie die Waffe, die den Gralskönig übel verletzt hat, aber immer wieder in die Wunde gestoßen wird, um Anfortas so lange am Leben zu erhalten, bis ein Nachfolger gefunden ist. Er ist an seinem Geschlecht so verletzt, dass er nicht heilbar ist, dass er unendliche Schmerzen erleidet und dass er zeugungsunfähig ist, was natürlich ein Problem ist, weil er dadurch keinen legitimen Nachfolger hat. Es wird also gezeigt, wie schwierig es ist, wenn der Herrscher fehlbar ist. Und es wird auch gezeigt, dass eine Verbindung zwischen Mann und Frau, die nur auf Begehren zielt und eben nicht auf Keusche, Minne und Trüve, wie Parzival und Convier-Amours das leisten, zum Unglück führen kann, zum Unglück führen muss. Um aber ein besserer Herrscher als Anfortas zu sein, muss Parzival den Anwesenden seine Fähigkeit zum Mitleid beweisen. Es genügt eine einzige Frage. Was quält dich, mein König? Um diese eine Heldentat geht es Wolfram in seinem riesigen Werk. Doch Parzival bleibt stumm. Er versteht die Welt der christlichen Ritter nicht, in der so strenge Gralsregeln herrschen, dass kein Mensch sie einhalten kann. Und er durchschaut nicht, dass der Gral der Vermittler zwischen Himmel und Erde ist. Vielleicht gibt es Anspielungen, natürlich ganz naheliegend, auch auf christliche Traditionen. Das heißt, jeden Karfreitag kommt eine Taube vom Himmel und legt eine Oblate auf diesem Gral nieder. Und daher bezöge der Gral seine heilende und lebensspendende Kraft. Der heilige Gral ist ein uralter Mythos mit zahlreichen Deutungen.
Im Mittelalter haben viele Christen geglaubt, dass es sich beim Gral um den Kelch handelt, aus dem Jesus beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern getrunken hat. Sie verstehen ihn als Sinnbild für die christliche Gemeinschaft. Ende des 12. Jahrhunderts kommt mit den Kreuzfahrern die Legende auf, dass der Abendmahlkelch das Blut Christi enthalte. Einer seiner Jünger habe den Kelch nach England gebracht, wo er irgendwann spurlos verschwunden sei. Doch wer ihn besitze, dem beschere er ewiges Leben. Seither suchen Generationen nach dem Heiligen Gral. Niemand weiß, wie er aussieht oder wo er sich befindet. Er bleibt ein Phantom. Im Epos ist der Gral ein rätselhaftes Steingefäß, das nicht nur heilende Wirkung besitzt, ewiges Leben garantiert und für Ungläubige unsichtbar ist, sondern auch ohne Unterlass Speise und Trank spendet. Ein heiliger Gral, der alles kann, auch die allmächtige Stimme Gottes sein. Stunde um Stunde zieht sich das Festgelage auf der Gralsburg hin, ohne dass Parzival begreift, was die religiöse Gemeinschaft von ihm erwartet. Schließlich handelt Anfortas. Das ist kein gewöhnliches Schwert. Es soll nun euch dienen. Das Schwert des Gralskönigs ist eine Art Zauberschwert, auf dem eine Segensformel eingraviert ist. Wer es für eine gottgefällige Sache einsetzt, dem bringt es Glück. Wer es aber wie Anfortas nur aus Verlangen nach einer Frau führt, den lässt es im Stich. Der Missbrauch kostet den König sogar seine Regentschaft. Wenn Parzival nun von Anfortas ein Schwert überreicht bekommt, das Gralsschwert, dann ist das natürlich ein Herrschaftsübergaberitual. Aber auch das versteht Parzival in diesem Moment nicht. Als Parzival am nächsten Morgen aufwacht, ist die Festgesellschaft spurlos verschwunden. Die Burg menschenleer. Wenig später löst sie sich sogar im Nichts auf. Seine Chance, die entscheidende Heldentat zu vollbringen, hat Parzival erst einmal verspielt. Bis heute versuchen sich Forscher an der Lokalisierung der sagenumwobenen Gralsburg. Im Roman gleicht sie eher einer Fata Morgana. Die geheimnisvolle Gralsburg Mundsalvaeshe, bei Wolfram genannt, die im Zentrum des Landes Terrasalvaeshe, das wilde Land, das verwüstete Land, vielleicht. Diese Gralsburg kann nur finden, wer dazu erwählt ist, wen der Gral diese Burg finden lässt. Wolfram von Eschenbach schreibt zwar nichts über ihren Standort, aber es gibt Hinweise, dass er für die Gralsburg eine historische Vorlage im Kopf hatte. Die Spur führt ins südwestliche Europa. Es könnte sich um das berühmte Kloster San Juan de la Peña in den spanischen Pyrenäen handeln. Das Bauwerk liegt schwer zugänglich unter einem mächtigen Felsvorsprung. Die Anlage, die auf das 11. Jahrhundert zurückgeht, ist wie eine Klosterfestung gebaut. Sie verfügt über Grabgewölbe, eine Kirche und einen ausgedehnten Kreuzgang. Starke Mauern und ein mächtiger Wehrturm schotten die Bewohner von der Außenwelt ab. Und der gewaltige Berg, der sich über dem Bauwerk erhebt, heißt Montsalvatsch. Ins Mittelhochdeutsche übersetzt klingt der Name wie Mundsalvaeshe. Dass man die Gralsburg, dass man Mundsalvaeshe in diesem Pyrenäenraum vermuten kann, das Bergkloster San Juan de la Peña, das ist kein Zufall. Das ist natürlich seit Jahrhunderten, das ganze Mittelalter hindurch, der große Grenzraum, an dem die muslimische Welt und sich Europa berühren wie nie. Spanien ist zu dieser Zeit in ein christliches und ein muslimisches Gebiet geteilt. In mehreren Etappen versuchen christliche Heere, die Araber aus dem Land zu drängen. Im Zuge der Rückeroberung errichten die Spanier überall im Land Festungen oder erweitern sie. Das gilt auch für die Festung von Monzón, etwa 130 Kilometer von La Peña entfernt. Sie ist eine Niederlassung der mächtigen Templer.
Von dort aus greift der christliche Ritterorden in den Krieg ein und hat maßgeblichen Anteil an der Rückeroberung der christlichen Gebiete in Spanien. Die Tempelritter werden immer wieder als mögliches Vorbild für die Gralsgesellschaft ins Feld geführt. Das liegt nicht nur daran, dass sie der einflussreichste christliche Ritterorden des Mittelalters sind, sondern auch daran, dass Wolfram sie namentlich nennt. Im Roman sind sie die Hüter des Gral und bewachen das Land rund um die Burg. Die Ritter der Gralsgesellschaft heißen bei Wolfram Templeisen, also Templer. Und natürlich ist da eine Anspielung, auch für sein Publikum sicherlich verständliche Anspielung, auf die Ritterorden, dann auf den Templerorden. Ein weiteres Indiz ist die enge Verbindung zwischen den Templern und dem Bergkloster von San Juan de la Peña. Wie eng sie ist, belegt die Klosterchronik aus dem 12. Jahrhundert. In dem Dokument ist ein berühmter König aufgeführt, der für das Kloster und die Templer zur Zeit der Rückeroberung eine zentrale Rolle spielt. Sein Name ist König Alfonso der Erste. Alfonso gilt als glühender Verehrer des Ritterordens und unterstützt ihre Unternehmungen militärisch. La Peña wiederum ist Alfonsos Zufluchtsort. Deshalb unterstützt er das Kloster finanziell. Womöglich ist er sogar die historische Vorlage für den Gralskönig Anfortas. Im Lateinischen heißt Alfonso Anfortius. Ich glaube, er war eine sehr mystische Persönlichkeit. Hauptsächlich sah er sich als Kreuzritter. Ihm hätte es nichts ausgemacht, das Rote Kreuz zu tragen und Jerusalem zurückzuerobern. Vielleicht kam es deswegen zu jenem Testament, das den Templerorden und andere Kreuzritterorden begünstigte. Auch dem Kloster hat er große Teile seiner Besitztümer hinterlassen. Auch der sogenannte Santo Calis passt ins Bild. Der heilige Kelch wird über Jahrhunderte im Kloster streng bewacht, auch in der Zeit von Alfonso dem I. Es heißt, dass das Gefäß der einzig wahre Gral sei. Kelch, Kloster, Templer und König Alfonso als Vorlage für Wolframs Gralsgeschichte. Das halten viele für möglich. Als der spanische König im Kampf schwer verletzt wird, zieht er sich nach La Peña zurück. Es kann kein Zufall sein, dass sowohl Alfonso als auch Anfortas von einer religiösen Gemeinschaft gepflegt werden. Die Ähnlichkeiten zwischen Anfortas und König Alfonso dem I. sind wirklich verblüffend. Beide haben keine Nachfolger und beide leiden an den Wunden aus einer Schlacht. Und es gibt noch einen Hinweis. In seinem Gefolge befindet sich sein Vetter, Graf Valperche, kurz Perche Val. Er könnte der Namensgeber für den Helden Parzival sein. Seit Verlassen der Gralsburg ist Parzival auf der Suche nach der geheimnisvollen Gesellschaft. Doch so sehr er sich auch bemüht, er findet sie nicht. Die Geschichte nimmt eine neue Wendung, als Parzival an einen Fluss kommt. Er betritt einen magischen Schwellenraum, wie eine Deutung lautet. Nicht Grals, nicht Ritterwelt. Drei Blutstropfen im Schnee ziehen den Abenteurer in Bann. Und er wird von einer starken Liebessehnsucht nach seiner Frau gepackt. In Gedanken an seine Angebetete verfällt er in Trance und kämpft, ohne zu wissen, was er tut, gegen zwei höfische Ritter. Er fragt nicht einmal, was sie von ihm wollen. Der dritte Ritter heißt Gawain. Er ist genau das Gegenteil von Parzival. Erfahren, klug und besonnen. Er kommt unbewaffnet und erkennt sofort die Lage. Kurzerhand holt er den Helden in die Wirklichkeit zurück. Erst jetzt erfährt Parzival, dass König Artus ihn suchen lässt, um ihn persönlich zu empfangen. Die vielen Taten des Jungen sind inzwischen in aller Munde. In jahrelangen Abenteuerfahrten hat Parzival Kämpfer ausgefochten, im Streit geschlichtet
sich Frauen gegenüber edelmütig gezeigt und Treue in der Ehe bewiesen. Deshalb will König Artus den Ritter in die Tafelrunde aufnehmen. Es scheint, als habe der Held sein Sehnsuchtsziel erreicht. Doch noch bevor es zu den Feierlichkeiten kommt, naht Unheil. Wie aus dem Nichts taucht eine mächtige Gralsbotin auf, um dem Rittersanwärter eine Botschaft mitzuteilen. Und wie immer, wenn der Gral im Spiel ist, kommt sie direkt vom Himmel. An diesem Tag geht es um nichts Geringeres als um eine göttliche Standpauke. Das ist sein ritterlicher Höhepunkt und vor dem Gral aber sein Tiefpunkt. Sie verflucht ihn, er habe nicht gefragt, er habe alles falsch gemacht. Er sei ein mit Schande beladener und Ausgestoßener. Und tatsächlich ist er ausgestoßen. So verflucht zu werden vor dem König, vor der Hochgesellschaft, das ist unerträglich und er muss gehen. Und in diesem Moment ist er so tief getroffen, dass er Gott eine Absage erteilt, dass er Gott den Dienst aufkündigt und sagt, Gott, wenn du mich hast, wenn du mir Feind bist, dann werde ich das ertragen. Und mit diesen Worten geht er und verschwindet lange Zeit. 4,5 Jahre irrt Parzival umher, ist da und dort, ständig auf der Suche nach der Gralsgesellschaft. Als er sie nicht findet, fragt er sich, ob Gott ihm helfen würde. Damit stellt Wolfram eine der Kernfragen des Glaubens und beantwortet sie auch. Was er nun lernen muss, ist, dass man Gottes Gnade nicht auf traditionelle Art und Weise erdienen kann. Das ist kein Dienst-Lohn-Verhältnis, sondern etwas, was Gott schenkt. Natürlich muss man ein gottgefälliges Leben führen, aber das ist keine Garantie, dass die Gnade Gottes einem dann wirklich zuteil wird. Sie wird Parzival zuteil. Die Gralsburg rückt in greifbare Nähe. Es ist dem Helden erneut gelungen, in das geheimnisvolle Gralsland vorzudringen. Dort wird es aber noch einmal gefährlich. Einer der tapfersten Gralsritter versucht, ihn aufzuhalten. Es kommt zum erbitterten Kampf. Für Parzival sieht es schlecht aus. Sein Gegner ist ihm haushoch überlegen. Doch Parzival ist der Erste, der einen Angriff durch einen Gralsritter überlebt, wie es heißt. Gottes Wege sind eben unergründlich. Das ist auch eine der Botschaften, die im Parzival übrigens an einer Stelle sogar explizit ausgesprochen wird. Also der Mensch ist nicht in der Lage, jede Idee, jede Vorstellung, jedes Handeln von Gott zu verstehen. Im Roman führt der Weg in die Einsiedelei zu einem frommen Mann namens Trevrizent, der wie ein Mönch lebt. Er erklärt Parzival die Welt des Glaubens, welche Fehler er begangen hat und was er tun muss, um ein besserer Mensch zu werden. Demut gegenüber Gott zeigst du, indem du deine Sünden bereust und Buße tust. Der Einsiedler kennt sich mit dem Wort Gottes bestens aus. Er war selbst Mitglied der Gralsgesellschaft, hat sich aber aus der kampfbereiten Welt des Ritterordens zurückgezogen. Trevlicent wird ihn am Ende seiner mehrtägigen Einkehr in der Eremitenklause, wird Parzival von seinen Sünden freisprechen, wie es heißt. Das kann er aber eigentlich gar nicht, da er kein geweihter Priester ist, der eigentlich ein Sack dieses Sakrament nicht spenden kann. Hier zeigt sich ein zumindest spannungsreiches Verhältnis zur Institution Kirche. Wolframs Werk ist nahezu frei von kirchlichem Dogma. Das heißt, für den Dichter muss ein gottgefälliges Leben nicht unbedingt mit der Einhaltung starrer Kirchenregeln einhergehen. Er sieht viele Möglichkeiten, den christlichen Glauben zu leben. Bei Wolfram gibt es viele Anspielungen, die zeigen, dass zumindest für ihn und sein Publikum diese neuen Frömmigkeitsideale, die durchaus in starker Spannung mit der kirchlichen, dogmatischen Lehre standen, dass die eine große Rolle spielten, dass man über die nachgedacht hat. Was ist das richtige Leben auch für kirchliche Zusammenhänge? Was heißt Armut? Was heißt Keuschheit? Was sind die Lebensideale für die weltlichen, aber auch für die geistlichen? Im Parzival sind es Glaube, Liebe und Hoffnung, die Wolfram als zentrale Tugenden einfordert. Hinzu kommen Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung.
Wertevorstellungen, die jeder im Mittelalter gekannt und verstanden hat. Sie sind der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält und die einen idealen Herrscher ausmachen. Parzival hat das Zeug dazu. Aber er kann nichts zwingen. Er muss auf Gott vertrauen. Du kannst den Gral suchen, dein Leben lang. Aber finden wirst du ihn niemals. Der Gral kann nur dich finden. Das bedeutet, dass Gott, so die mittelalterliche Vorstellung, allein entscheidet, wer König eines Reiches wird. Zum letzten Mal macht sich Parzival auf die Suche nach der Gralsburg. Und dieses Mal findet er den Weg. Er weiß jetzt, was alles von ihm erwartet wird. Das Wichtigste aber ist, dass er ein besserer Mensch geworden ist. Noch einmal erscheint die Gralsbotin. Sie holt den Helden ab und sie verkündet ihm die Entscheidung des Gral. Parzival ist auserwählt. Man kann Parzival als Heilsbringer für die Gralsgesellschaft und für die Welt insgesamt deuten, wenn man seinen Weg in Analogie zum Weg Christi versteht. Und dieses Heil, das Christus in die Welt gebracht hat, das bringt Parzival nun auch in die Gralsgesellschaft hinein. Als Wolfram seinen Roman um 1210 vollendet, sind die Kreuzzüge im Heiligen Land gescheitert. Der Thronstreit im Römisch-Deutschen Reich gerade zu Ende. Die Menschen wünschen sich Frieden und Sicherheit. Wolframs Held erfüllt ihre Sehnsucht nach einem Friedensstifter. Das macht ihn zum Publikumsliebling des Mittelalters. Denn wie kein anderer bringt Parzival christliche und weltliche Werte in Einklang. Parzival steht für die Erneuerung einer überholten Gesellschaftsordnung, in der Herrscher versagen und ihr Eigenwohl über das Gemeinwohl stellen. Und in der Regeln so starr sind, dass sie kein Mensch einhalten kann. Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen, dafür ist Parzival angetreten. Er ist der Held in einer idealen Welt, in der Menschlichkeit und göttliche Gnade den Weg weisen. Was quält euch, Onkel? Im Roman gelingt die Utopie. Parzival kann die christliche Gesellschaft vom Leid erlösen.